Klappe die zweite. Liebe Freunde, ich möchte euch heute auf eine ganz einfache Art und Weise zeigen, wie man aus den Schlähen, die man da sieht, wunderbar, die hier aufgetaut sind, den Schlähensaft rauspresst. Wir brauchen den Schlähensaft für unseren Strawberry Gin. Was wir aber nicht brauchen, sind die Kerne drin. Die Kerne schmecken sehr marzipanig und das wollen wir nicht. Und wenn man sich das anschaut, wir machen das sehr ähnlich im Betrieb, da ist natürlich schon mit einer gescheiten Presse und nicht nur mit Menschenkraft. Und ihr seht, wie viel Schlähen das man braucht, dass da ein wunderschöner Saft rauskommt. Wir haben da jetzt den herrlichen Schlähensaft, der jetzt praktisch mit Blutschein gemischt wird. Und draußen machen wir das hochprozentig und mazerieren das dann 3 bis 6 Wochen, dass wir den wunderschönen bitteren Geschmack der Schlähe rauskriegen und auch die astringierende Säure. Es schmeckt sogar auf diese Art und Weise schon ganz gut, aber natürlich, wenn wir es dann mit den richtigen Maschinen machen, dann wird das Produkt bzw. unser Strawberry Gin perfekt.